Hallo und willkommen zur zweiten Folge von Transport Fever 2 auf der Usedom-Karte. In der letzten Folge habe ich das hier gebaut. Vor 2 Minuten noch. Ich nehme das Ganze hier direkt hintereinander auf. Und da habe ich einmal die Linie 701 und 702 gebaut. Das sind zwei Tramlinien. Hier einmal geht das hier lang, einmal hier lang, die 701 und 702. Da kommen auch gerade die Trams erst auf die Linie. Ich habe die gerade erst losgeschickt. Und heute werde ich den Strecken, also ich werde so ein bisschen hier die Strecke so erweitern. Einmal nach hier, damit sich hier die Stadt nicht ausbreitet und ich hier dann alles wegreißen muss. Einmal bis hier oder so. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. Und einmal hier lang. Nach hier halt diese Strecke. Da wird halt eine sehr große Strecke entstehen. Hier werde ich nämlich jetzt, also erstmal werde ich jetzt hier diese Strecke bauen. Was ein Problem ist halt, dass ich die Gleise, die ich hier im Bahnhof drin verbauen konnte, nicht als normale Gleise habe. Deswegen muss ich die hier bauen. Mit dem anderen Gleisbett sowie andere Schwellen und die sehen echt hässlich aus. Und das Komische an den Gleisen ist halt, dass sie 160, jetzt dass hier 160 km/h steht und die können, hier kann man einfach 300 fahren. Chillig. Aber ja, ist auch egal. Dann habe ich halt 300er Gleise im Jahr 1960, obwohl ich das wirklich überhaupt nicht brauche. Naja, dann werde ich einmal den Streckenstrang hier so erweitern. Ich will hier eigentlich, dass man hier 150 erreichen kann. Hier wird man dann abbremsen, aber ich will eigentlich, dass man hier wegen dem Bahnhof abbremst, nicht wegen den Gleisen, weil man hier nur 120 fahren kann oder so. Deswegen werde ich das jetzt hier so hinbauen. So. Und ich will, dass hier die Gleise so ein bisschen zusammenkommen. Also ihr seht, hier sind noch, hier ist so zwei Gleise und hier sind zwei Gleise, hier könnte man zwei Gleise dazwischen packen. Und hier jetzt zum Beispiel nur eins, wie man es hier sieht. Damit das hier halt besser aussieht. Ich finde das so besser halt. Keine Ahnung, was hier jetzt abgeht, aber okay. Okay. Dann werde ich jetzt einfach mal den Felsen hier einfach so hinpacken. Ich muss das Glättungstool so ein bisschen leichter einstellen hier, so auf 1,0, damit hier so. 1,0 ist schon viel zu doll eigentlich. Perfekt, alles klar. Ich würde uns auch hier hinpacken und dann hier. So. Und jetzt hier nur zack, 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 zack. Und jetzt das hier noch erweitern so. Dann passt das doch nicht. Nicht so richtig. Ja, gut, egal. Dann ist es halt jetzt so. Ein paar Bäume packe ich auch noch mal hin. Zack. So. Und der Streckenstrang, der wird jetzt noch erweitert. Ich bin echt froh, wenn die neuen Gleise rauskommen, weil das sieht echt wirklich hässlich aus. Und ist ja klar, also ist mir eigentlich egal, ob man hier 300 schafft. Es ist ja eigentlich so, dass man. Also ich werde hier 160er Züge fahren lassen, Regionalbahnen, und auf der anderen Seite werde ich dann halt 300er Gleise mit LTB packen. Dann ist es auch egal, ob ich jetzt hier günstige Gleise für 160 habe oder die halt ein bisschen teurer sind. Ja, ist auch egal. Ja. Also wenn die 300er Gleise rauskommen und die normalen 160er Gleise, die neuwertigen, dann werde ich die auf jeden Fall bauen. Ach so, und was ich gesagt habe, ich will ja eigentlich noch einen S-Bahnhof reinklatschen, habe ich gesagt. Ich habe sogar genau so gesagt. Ich habe gesagt, ich will den S-Bahnhof reinklatschen. Reinklatschen auch. Genau so habe ich es gesagt. Aber gut, nicht unbedingt S-Bahnhof, es ist so eine Art Mischung. Da können hier RRX-Züge halten, Regionalbahnzüge. Gut, RRX ist ja auch Regionalbahn. Egal. Einmal den hier. Ja, das ist so ziemlich. Ach nee, oh, hier ist. Wartet mal. Nee, hier.
Das ist hier die Wennhauser Allee, ne? Ja. Ja, leider kann ich den jetzt nicht Wennhauser Allee benennen. Aber der ist jetzt Wolgas Zentrum. Natürlich nicht. Der heißt nicht Wolgas, sondern Wolgas Hauptbahnhof. So. Der ist nicht Wolgas Zentrum, sondern Wolgas Süd S-Bahnhof. So, Wolgas Süd S. So. Ja, so. Wolgas Süd S-Bahnhof. Nee, die verhalten ja auch Regionalbahnzüge. Was für. So. Wolgas Süd. Gut. Oh, und ich habe ja bei dem Streckenstrang hier eigentlich so gemacht, dass die Gleise halt so ein bisschen mehr zusammenkommen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Dann kann hier so ein Gleis halt Gras sein, lieber. Statt das hier halt. Weil, ja, das ist halt scheiße so. So. Alles mal wieder abreißen. Abreißen. Und bis hierhin kann ich dann das mal hier so bauen. Und dann hier einfach das hier hinziehen. Und dann passt das Ganze. Dann werde ich hier noch. Ach nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Einmal so. Einmal so. Natürlich klappt das jetzt nicht so richtig, wie ich es haben will. Dann mache ich es einfach so. Ich packe hier dann einfach so. Ich sage die ganze Zeit hier einfach so ein Gleis hin. WTF. What the fuck? Egal. So. So. Einfach so. Perfekt. Ein Gleis hier rein. So. Einmal das. Dann passt das. Dann sieht das etwas schöner aus, als wenn das direkt daneben ist. Ich weiß, hier werden die ICs oder ICs halt nicht so schnell sein, aber es ist schon besser, wenn ein Gleis dazwischen ist. Die werden hier noch, ja, um die 160 noch fahren. Und ich glaube, das wäre besser, wenn da hier dann noch ein Gleisabstand ist. Ja. Und ich werde den jetzt auch nicht so richtig ausgestalten wie beim Hauptbahnhof. Das ist einfach nur ein normal, stinknormaler, nicht S-Bahnhof, sondern stinknormaler Bahnhof. Ja, und ich lasse ihn jetzt so, wie er ist. Und upgraden werde ich ihn, oder schöner machen, werde ich ihn halt in der bei der 2000er-Wende, wo es dann halt die neueren Bahnhöfe gibt. Mann, wie hässlich. Ich will das eigentlich. Sekunde. So wollte ich es haben. Nee, eben nicht. Das ist immer noch so wie gerade. Ich will es. So. Geht das so? Ja, so geht's. Und wie sieht das aus? Das sieht gut aus. Okay, das ist perfekt. Und was mir einfällt. Wie wäre es eigentlich, wenn ich den Busbahnhof nicht bis, also nicht hier, nicht Wolgas Busbahnhof nenne, sondern ich packe den einfach hier direkt neben den Bahnhof hin und nenne ihn dann halt Wolgas Süd. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Macht mehr Sinn, glaube ich. Aber warum ist hier so eine komische, weirde Steigung drin in der Straße? Oh Mann, ey. Ich kann den gar nicht nach unten setzen, so richtig. So. Einmal die Straßen hier. Elektrisch Busspur, ja. Tramgleis, nein. Und so. Ach nee, Busspur auch nein. Ach, wenn das eine zweispurige Straße ist, dann kann es sein, dass da trotzdem Autos langfahren. Ich glaube, ich sollte das lieber vierspurig haben. Eine vierspurige Straße baue ich hier lieber rein. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Passt das? Ja, das passt. Ja. Okay. Mm.
cool, dass die Straßenlaternen von der Straße und von dem Bahnhof hier ineinander stehen, teilweise. Ja, das wird sich irgendwann auch nochmal ändern. Den hier packe ich mal weg. Ja, und dann hier elektrisch Busspur, ja. So, hier ganz lang. Und hier nochmal. So. Dann hier Busspur, nein. Tramgleis auch nein. Zack, und hier könnte ich auch nochmal das hier downgraden. Also nur hier eigentlich. So. Ja. Und hier noch. Das ist es dann auch. Hier werde ich dann auch nochmal eine Straße reinführen. Trotzdem bauen. Hier auch. Trotzdem bauen. Und hier kommt dann der Busbahnhof rein. Autosave. Ach ne, der hat den schon gebaut. Ach so. Ja. Ah ne, jetzt ist er gar nicht elektrifiziert. Wie dumm. Mann. So, jetzt. Aber. So. Okay. Dann einmal das hier noch. Und zack. Ja, das ist es dann auch. Hier würde ich dann auch noch mal was ändern an der Straße. Und zwar, ich glaube, es wäre schlau, einfach alles, alle vierspurigen Straßen einfach so zu bauen. Oder generell alle Straßen hier. 1434 mm, auch 1435 mm. Auch wenn es zweispurige Straßen einfach sind, alles upgraden hier. Macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Was sind das eigentlich für dumme Querstraßen, die gesetzt wurden? Das kann echt auf jeden Fall weg. Ja, so. So. Ja, okay. Das wäre es. Ist hier Tramgleis drin? Ne, dann kann ich es auch noch upgraden. Hier. Ja, dann einmal noch hier. Eine Straße lang führen bis hier. Hier lang. Und das wäre es auch. Was ist das eigentlich hier bitte? Boah, Mann, immer diese weirden Querstraßen. Ich hasse es. Die soll, also, das sind viel, viel zu viele Querstraßen, die TPF2 immer baut. Das ist echt, echt, echt weird. So. Dann kann ich die Linie auch nochmal ausbauen, weil die 702 hat jetzt natürlich ein großes Problem. Denn die 7 gibt es nicht mehr. Dann nach der 6. Achso, dann brauche ich hier natürlich auch nochmal eine Bushaltestelle. Dann wäre es auch sinnvoll, die hier lang zu führen, aber ich will hier hinten eigentlich noch eine haben. Und wenn die Stadt sich hier ausbreitet, hier auch nochmal was abgedeckt zu haben. Nach der 6, also, nee, warte mal, 1. Bahnhof. Nee. Alle entfernen. So. Ich will nämlich, dass da steht 702 bis Wolgast Süd. Natürlich war jetzt noch unter Wolgast, aber ich werde es gleich nochmal ändern, natürlich. Und diese Bushaltestelle hat noch keinen Nutzen. Die wird halt benutzt, wenn ich hier Busse bauen werde. So, unter Wolgast. Und das heißt nicht unter Wolgast, sondern bitte Wolgast Süd. Genau. Ja, dann haben jetzt beide Trams halt 14 Haltestellen. Dann werden die circa gleich lang brauchen, um hier irgendwo lang zu fahren. 4 Minuten und 29 Sekunden. Ja, gut, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. 147, ja, ja. Genau. Fast 3 Minuten.
etwas weniger auf jeden Fall. Auch wenn hier auf der 701 mehr Trams drauf sind als auf der 702. Krass. Ja, ich mache aber mal Pause, weil ich brauche das jetzt wirklich nicht Play, weil das nützt mir nichts. Ich glaube, ich mache kein Plus. Oder, weil, wer will denn hier langfahren? Das interessiert doch hier keinen, weil hier, guck mal, die ganze Stadt ist ja so klein, da ist ja alles verbunden. Ja, genau. Das macht keinen Sinn. Dann führe ich die mal lang. Hier lang. So. War jetzt auch echt unnötig, diese Strecke zu bauen. Ich muss sie ja wieder umändern hier. Warte, ich könnte hier, glaube ich, auch nochmal einen Bahnhof reinbauen. Nach einer schicken Überwerfung. Ach, die unteren Gleise muss ich zuletzt bauen eigentlich. Erstmal hier diese Strecke hier lang. Erstmal muss ich diese Strecke bauen. Genau, so. Dann eine Brücke für die Überwerfung. So. Dann ist das auch gerade jetzt und dann kann ich hier die Überwerfung hinbauen. So. Eigentlich wäre es schlau, wenn ich das hier wieder abreiße und dann hier als oh nein, das hier, oh nein, Mist, oh, aufschütte, auch wenn das jetzt nicht geht, ich muss mal die anderen Gleise ein bisschen umbauen, nicht so bauen, wie es jetzt ist. Dann baue ich mal die Überwerfung. Die gab es hier bei Peugeot Racer, glaube ich. Ja, genau. Ich baue die hier und. Hä? Ach so, Spiegelung. Verstehe. Ja. 30 Grad. Das passt schon. Das ist ganz okay. Hä? What the fuck? Das passt ja gar nicht so richtig. Hä? Das ist ja echt komisch. Vielleicht habt ihr das gerade gesehen, das war. Hat nicht richtig reingepasst. Das will ich anders bauen. Dann baue ich es halt jetzt Freehand. Wenigstens ist es hier ebenerdig und dann kann ich hier auch irgendwas reinbauen. Ohne dass es hier die ganze Zeit sich umändert und das dann tiefer und höher ist. Aber so passt es eigentlich. Ja. Perfekt. Dann kann ich ja nochmal den Sockel 10 Meter reinbauen. Komisch, der passt irgendwie. Alles klar. Perfekt. Okay. Ach so, das geht ja jetzt auch nicht, weil das ist jetzt Freehand gebaut. Ich muss das nochmal neu bauen gleich. So, und jetzt nochmal. Oh, jetzt muss ich das normal bauen. Von vorne machen. Oh nee, Mann. Das gibt's doch nicht echt. Ah, Gott. Okay. Dann kann ich mir das jetzt auch mal hier angucken, wie hoch das denn sein muss. So muss es hier gebaut werden eigentlich. So.
Passt das? Ich denke schon, oder? Oh nee, jetzt, hier gibt es jetzt so einen kleinen Schlitz. Ja, da achtet auch keiner drauf. Das ist schon okay. So, glaube ich. Einmal Sockel 10 Meter. Und der passt hier auch perfekt dran, weil ich habe es ja gerade auch perfekt gebaut. So. Das ist gut. Dann kann ich da hinten noch einen Regionalbahnhof reinbauen. Dann habe ich echt schon viele Regionalbahnhöfe. Dann gibt es schon drei Bahnhöfe, wo Regionalbahnen halten hier in Wolgast. Ja, aber ich bin mir auch sicher, dass sich die Stadt irgendwann wirklich hier ausbreiten wird, dass es hier dann auch nochmal einen Bahnhof geben muss. Ich werde den Bahnhof, den ich jetzt hier aber hinbaue, noch nicht benutzen. Also die Regionalbahnen werden dann da noch nicht halten. Der Endpunkt für die Regionalbahn wird hier sein, Wolgast Süd. Da bin ich mir sicher. Wolgast Süd wird der Endpunkt für die Regionalbahn. So. So, dann kann jetzt die Schnellfahrstrecke weitergeführt werden. Ja. Und das ist jetzt auch gut, dann kann ihr die Schnellfahrstrecke. Ja, das ist schon gut gebaut, glaube ich. Das ist schon gut. Das Doofe ist, ich habe jetzt die Schnellfahrstrecke rechts hier gebaut. Links. Ich muss dann hier nochmal eine Überwerfung reinzimmern. Weil die Schnellfahrstrecke muss ja dann hier lang. Die wird hier nicht halten. Ich glaube, der nächste, also ich werde hier ICs bauen und ich glaube, der nächste IC wird dann hier in Zinnowitz halten. Ückeritz, Ahlbeck, keine Ahnung, so ungefähr. Und deswegen, ja. Ja, deswegen würde ich hier nochmal eine Überwerfung reinbauen dann gleich, aber gleich, noch nicht gleich unbedingt, aber ja. Als ob das Video geht schon wieder 22 Minuten. Wie schnell vergeht denn das bitte? Ich habe ja nur diesen Abschnitt gebaut. Ah, okay. Ja. So, diese Straßen muss ich auch nochmal wegpacken. Denn hier führe ich jetzt die Strecke lang. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt, dann jetzt mit dieser Straße hier machen soll, aber ja, muss ich dann auf jeden Fall mal sehen, wie ich das dann baue. So, bis hierhin baue ich dann die Schnellfahrstrecke schon mal jetzt. Weiter baue ich die noch nicht. Das reicht erstmal. Glätten darf auch nicht fehlen. Und die Überwerfung sieht ja schon schön aus. Jetzt wird mir was geschickt hier. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, ich mache einfach einen solchen Bahnübergang machen. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Ja, ich mach's einfach. Was soll ich denn sonst machen? Eine Brücke wäre ja einfach nur überdumm. Weil dann kommt hier ja auch nochmal die Straße. Also das ist nicht so schlau, glaube ich. Ich mach dann das jetzt so. Boah, Digga. Nicht jetzt. Nicht jetzt, ne? Nicht jetzt. Snapchat-Call, perfekt. Kann es sein, dass Snapchat immer deren Klingelton ändert, weil es. Ich habe schon so viele Klingeltöne gehabt, verschiedene, auf Snapchat, wenn mich halt an jemand angerufen hat. Das ist echt irgendwie komisch. Und die Straßen muss ich ja auch nach und nach immer upgraden hier. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich letztens das Projekt auf der anderen Usedom-Karte abgebrochen habe, das war einfach deswegen, weil die Karte halt irgendwie rumgeleckt hat. Und das lag einfach daran, dass ich zu wenig Arbeitsspeicher hatte. Ich habe jetzt mehr. Ich habe jetzt 64 Gigabyte Speicher. Und das reicht aus, um die Karte wenigstens zu spielen. Sonst hat das nicht richtig funktioniert. Ich hatte damals 16. Ja. So, dann baue ich hier nochmal den Bahnhof rein. Die Train Station. Sieht das jetzt anders aus? Ach nee. Ja, das sah gerade voll anders aus. Wegen den weißen. Junge! Ruft doch nicht die ganze Zeit an. Ich glaube, dieser Typ, der mich die ganze Zeit anruft,
der wird dieses Video früher oder später noch gucken vielleicht. Und dann wird er sich selbst hören. Im Video, glaube ich. Sein Snapchat-Call. Und nee, jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich nehme gerade ein Video auf. Ja. Deswegen werde ich jetzt auch nicht rangehen. So. Dann hätte ich das hier auch mal in die Straße gebaut. Ich weiß nicht, wie ich den jetzt nennen soll. Der heißt jetzt Wolgas Süd. Hä? Hä? Warum nennt ihr den Wolgas Süd, wenn es Wolgas Süd schon gibt? Hä? Das macht ja absolut keinen Sinn. Ich könnte den so nennen, weil er. Wenhauser Allee. Oh, jetzt ist Wolgas weg. Wolgas Wenhauser Allee. Und dann wäre es ja auch schlau, wieder den diesen Busbahnhof hier hinten zu bauen. Das mache ich gleich auch. Den nach hinten versetzen, nach hier hinten versetzen. Bis hier werde ich einfach mal die Strecke bauen. Weiter werde ich jetzt nicht bauen. Das wäre, glaube ich, zu weit dann. So ist, glaube ich, okay. So. Sagt, diese Straße will ja hier aufploppen. Ja. Perfekt. So, dann hier auch mal eine Kurve vielleicht. Vielleicht geht es auch besser. Nee, das geht nicht. Nee. Ja. Es sieht ja auch komisch aus, wenn hier direkt immer eine Straße kommt. Ja, das geht ja auch echt nicht. Das sieht echt bescheuert aus. So. Aber ich meine, wenn ich diesen Snapchat-Call ablehne, warum ruft der denn nochmal an? Warum? Ich habe gerade keine Zeit. Ja. Das verstehe ich nicht. Hä? Warum habe ich das jetzt hier so komisch weggebaut? So brauche ich das gar nicht. Ist mir auch egal. Ich kann jetzt einfach so hier machen. So. Hier startet schon eine Brücke. Ich muss viel langsamer nach oben gehen. Ich will mich hier eigentlich eine Brücke hinbauen. 1, 2, 3, 4. So geht. Ja. Da nehme ich aber mal die hier. Nee, die sieht hässlich aus. Ach, die Brücke ist ja viel zu hoch. Oder? Ist sie hoch? Ist sie zu hoch? Und warum geht die nach oben? Die soll so sein. Ja, so ist ja okay. So ist ja eigentlich okay. So. Ja, war klar, dass jetzt diese Brücke wieder weg ist, wenn ich das nochmal bauen will. Oh nee, jetzt habe ich das ja gebaut. Ich wollte es gar nicht bauen. Ich will die... Die war mir gerade... Oh Mann, ich wollte nur dieses Brückenmenü auswählen. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt aber. Busspur, ja, ach so, das ist ja nicht mal. Nein, so jetzt hier, das ist das Richtige. Dann jetzt die hier. Und warum habe ich die Tramstraße reingemacht? Eigentlich dachte ich, ich könnte die Straßenbahn hier lang führen, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Das kann alles wieder weg. Keine Ahnung, warum jetzt Tram drin ist. Egal. Ich will die nämlich hier lang führen. So. Hier lang.
Ach, das war, die falsche Straße sogar. Ach Mann, wie dumm. Das war ja die falsche Straße. Das war nicht die hier, das war die andere da. Ja. Dann werde ich die jetzt mal upgraden hier. Hier war es schon richtig. Und das hier alles war. Nee. Hä? So. Ach doch, das war alles. Fast alles richtig. Hä? Es ist etwas weird. Etwas komisch. So, jetzt aber. Jetzt sollte das funktionieren. Jetzt kann ich hier. Warte, eine Sache muss ich noch machen. Die Straße hier bis hinten weiterführen. Ja, dann hat das. Dann ist es hier schon mal ein bisschen vorgebaut. Dann kann die Stadt hier. Hier mal die Stadtbezirke so ein bisschen bauen. Hier mache ich dann nochmal eine Straße rein. So. Dann kann sich die Stadt hier ausbreiten. Perfekt. Ah ne, ich muss es eigentlich danach bauen. Ne, ich baue jetzt es hier hin. Mittelstraße. Ja, genau. Sonst würde es wahrscheinlich den Namen einfach übernehmen. So, hier. Und jetzt hier Wenhauser Allee. Wo ist es? Das hier. Ja. Hier dran, bitte. Natürlich war das wieder die falsche Straße. Genau. Okay, so, jetzt funktioniert das. Jetzt geht das. So. Oh. Oh, ich... Okay, perfekt. Das war nicht so richtig gewollt. Aber cool, ich kann ja einfach bei solchen Haltestellen einfach das hier einfach mit Gras so machen. Das ist auch ein cooles Feature. Werde ich jetzt aber nicht verwenden. Das sieht wahrscheinlich richtig bekloppt aus. Ich kann hier natürlich auch einfach nur einfach Dreck reinballern. Dann habe ich hier einfach eine Dreckstation. Irgendwie dumm. Eine Dreckstation, ja. So. Das war die falsche. Das falsche Gras. Die falsche Wiese. So. Jetzt. Gras Dark Green. Jo. Tschüss. Okay, perfekt. Ja. Dann muss ich nochmal den Namen übernehmen. Wolga Svenhauser Allee. Steuerung C, Steuerung V. Und zack, fertig. Bei der 701 muss ich hier nach der 14 muss ich hier nochmal was machen. So. Hier geht es nämlich lang. Die hier kommt weg. Und danach. Ach nee, vor der 1. Wo ist die 1? Da. Perfekt. Hat funktioniert. Oh, jetzt muss ich wieder was machen. Und zwar jetzt so und dann so. Und das hier kommt dann weg. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ach wie, das konnten nicht alle Haltestellen verbunden werden. Ich habe schon wieder vergessen. Elektrifiziert. Jetzt klappt es so. Ja. Hier bei der Römerstraße gibt es ein Problem. So. Genau. Dann habe ich die erweitert. Und kann diesen alten Busbahnhof abreißen. So. Jetzt ist die Linie schon echt ein bisschen lang. Ja. Das ist die 702. Und am Anfang war die 701 hier lang. Hier. Jetzt war danach war sie hier. Jetzt ist sie hier.
Perfekt. Okay. Ja. Aber ist auch cool, dann geht die 702 halt hier hin, zu Wolgast Süd und hier zu Enhauser Allee. Führt dann die 701. Passt. Okay. Ja, und das war der zweite Teil von Wolgast. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel Zeit frisst. Aber ja. Dann brauchte ich halt zwei Teile, um Wolgast so ein bisschen die Infrastruktur von Wolgast halt zu bauen. Aber beim nächsten Teil kommt auch die Strecke. Die ganze Strecke hier. Ich meine, dann baue ich die Strecke. So, okay. Ja. Oh, was ich noch machen muss eigentlich, ist texturieren. Das habe ich ganz vergessen. Aber das ist ja etwas sehr Wichtiges eigentlich. Das macht die Strecke so ein bisschen schöner. Das heißt ein bisschen, das macht die Strecke viel schöner. So, dann geht es wieder auf 7. Nee. 7.6. Nee. 3.4. 5.2 war das, ja. Das war 5.2. So groß muss so groß mit der Brush sein, um das hier anzutexturieren. So, okay. Kann ich auch bis hier hinten texturieren? Das hat mich gerade irgendwie ein bisschen getriggert. Boah, das ist immer so am Nerven, Mann. Immer so am Nerven. So, 3, 2, 1 und fertig. So, das war die eine Seite vom Texturieren. Die Pflanzen kommen gleich natürlich auch noch. Hier hinten muss ich auch noch texturieren. Ja, hinten habe ich auch noch nichts gemacht. Bisschen kleiner bitte. Bisschen größer. So ist gut. Hier in diesem Streckenbereich habe ich dann auch sogar noch ein paar mehr Pflanzen drin. Was auch was Cooles ist. Da habe ich ein paar Bäume noch drin. Wenig Bäume, aber schon ein paar. Was auch nochmal so ein bisschen die Optik so ein bisschen aufwertet. Das sieht halt einfach viel besser aus so. Und zack, so. Dann kann ich ab hier dann normal wieder weiter texturieren, wie in meiner zweispurigen Strecke. So. Hier weiter. Ach, da hinten habe ich ja schon, ne? Ja, hier habe ich schon. Hier muss ich dann das weiter bauen. Gerade 16:50 Uhr. Okay. Schon wieder eine 40-Minuten-Folge. Oh Mann. Ich krieg's halt nicht hin, die Folgen so ein bisschen kürzer zu machen, aber dann sind es halt bei mir 40-Minuten-Folgen halt immer. Der Trainee hat ja immer 30-Minuten-Folgen und der Checo Place hat ja auch 30 Minuten Folgen, aber gecuttete Folgen, wo man halt dann halt viel mehr bauen kann. Aber ich brauche erstmal ein paar mehr Abonnenten, um mir vielleicht einen Cutter einzustellen, der meine Videos dann schneidet. Weil im Schneiden, das verbraucht halt sehr viel Zeit und das braucht halt sehr viel Zeit. Und die habe ich aktuell nicht. Deswegen. Aber wenn ich einen Cutter vielleicht irgendwann wirklich habe, weil ich vielleicht 10.000 Abonnenten habe oder so, kann ja wirklich sein, dass es passiert. Dann stelle ich irgendeinen Cutter ein, der cuttet meine Videos und dann kommt halt jeden Tag eine 30-Minuten-Folge gecuttet. Muss ich mal sehen, vielleicht geht es ja irgendwann wirklich. Aber das liegt dann an euch. Also wenn ihr gecuttete Videos haben wollt, abonniert.
So. Texturiert habe ich dann schon mal. Ne, beim größten Teil habe ich texturiert. Hier habe ich noch gar nicht. Fällt mir gerade auf. Ach, da hinten habe ich ja auch noch nicht. Hier habe ich noch nicht. Ja, das muss ich auch noch machen. So. Texturieren frisst auch so viel Zeit. Bin ich auch schon wieder 3-4 Minuten nur dabei, die kleine Strecke, die ich hier gebaut habe, und diese Strecke ist wirklich richtig klein, das ist ja hier nur Wolgast. Ein bisschen das Wolgast davor fällt, Gleisvorfeld, und dafür habe ich jetzt auch wieder 4 Minuten verbraucht. Ja, das frisst halt alles immer wieder viel Zeit. Eine Seite ist texturiert und die andere Seite mache ich jetzt noch. Und man, in den Kurven tue ich mich immer richtig schwer, ne? Wenn eine Kurve kommt, ihr seht es, ich mache immer wieder Fehler. So. Ach ne, hier geht es noch weiter. So, bis hier. Ja, das war... Oh mein Gott, wie lange hat das gedauert? Ja. Dann habe ich jetzt alles texturiert eigentlich. Mal sehen, wie ist das hier. Ja, ist gut. Dann packe ich... Oh. Das war nicht geplant. Dann packe ich noch ein paar Assets rein. Razzale. Autosave. Sehr viele sogar. Ich glaube, hier kann ich den Brush auch ein bisschen kleiner machen, das ist ja hier nur zweispurig. So. Die kleinen brauche ich jetzt auch nochmal. Pflanze ich auch nochmal hier rein. Auch nochmal hier rein, so. Okay, ich übertreibe direkt komplett. Okay. Bei der SFS muss ich es auch nochmal machen. Ey, Kurven ist wirklich richtig kacke. Da tue ich mich immer richtig schwer. Hab ich auch gerade schon gesagt. So. Ein paar Pflanzen gesetzt. Bäume setze ich jetzt auch noch mal ein paar. Und hier könnte ich ein Feld reinpacken. Hier würde ich dann keine Stadt haben, bitte. Dann einmal hier. Nee. Ich mache es einfach so. Ich mache es einfach so, dass ich jetzt hier... Also hier kommt dann einfach ein Asset rein, und zwar die Collision Place, die Kollisionsplatten, hier sind sie. Die mache ich sogar sehr groß. Okay, so groß muss es dann auch nicht sein. Oh Mann. 11 mal 4. Ja, das ist viel zu klein. Ich glaube, ich mache es einfach so. Ja, ich glaube, ich habe eine gute Taktik, wie ich das jetzt machen kann. Ich mache das hier so ein bisschen tiefer erstmal. Das Terrain. Ich hoffe, das kostet nicht zu viel. Es kostet zu viel. Scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf. So, hier an den Rändern brauche ich das. Und dann packe ich hier die Kollisionsplatten so rein.
Okay. Perfekt. So, 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 so. Okay. Dann wird das Ganze einfacher mit dem Feld, mit den Feldern. Aber sonst werden mir da immer wieder Häuser reingebaut und das hasse ich halt, ne? Ich glaube, es ist zu groß. Junge, ruf doch nicht schon wieder an. Übrigens, im letzten Teil hat er mich auch schon die ganze Zeit angerufen. Ich nehme das ja, wie gesagt, hintereinander auf, deswegen, ja. Und ich habe gerade keine Zeit. So, okay. Dann mache ich das wieder zu und dann habe ich jetzt 7 Millionen für die Kollisionsplatten ausgegeben, damit man hier nichts hinsetzt. Auch wieder echt bescheuert. Ne, nicht 7 Millionen. Sondern 10. 10 Millionen. Glätten darf auch noch nicht fehlen. Das muss ich auch noch machen. So, okay. Und dann baue ich hier jetzt Felder rein. Oder texturiere ich Felder rein. Maltool. Was gibt's denn hier? Sonnenblumen blühend. Ich will eigentlich Raps. Raps. Ein Rapsfeld brauche ich auf jeden Fall. Dieser Bereich hier wird Raps. Und der andere Teil, Mais. Mais ist auch schön. Ja. Einen dritten Teil werde ich auch noch haben von diesem Feld. Einen dritten Bereich. Oh, da habe ich jetzt mich vertexturiert. Vermalt. So. Also das ist Mais, Maisreif. Nee, Haferjung. Haferreif. Was ist das? Gerste? Ich glaube, ich nehme den Hafer. So, okay. Die Assets nehme ich auch nochmal raus. Genauso wie hier. Hier sollen auch keine Assets mehr stehen. Ja, und texturieren muss ich das auch nochmal kurz. Als ob schon 50 Minuten diese Folge. Ey. Das ist. Das ist ja krass. So, einmal hier. Hier werde ich mal alles so ein bisschen mit Dreck wieder abgrenzen.
Grenzen. So. Ja. Ich hätte das auch offscreen machen können mit diesem Feld. Das wäre wahrscheinlich sogar besser gewesen. Glaube ich. Natürlich sagt er jetzt, dass ich das nicht machen dürfte. Natürlich darf ich das machen. Ich habe noch was vergessen eigentlich. Ich muss hier das noch machen. Boah, Autosave. Boah, das ist ja alles vergessen. Hier ist ja alles noch. Fällt jetzt. Hier habe ich mich dann auch wieder vertexturiert, vermalt. Ja, das ist so ziemlich mein Feld. Vielleicht kann ich hier noch so ein Asset reinpacken. Greenhouse Asset. Ja, Mann, das ist gut. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. ja. Eine Seite offen. Beide Seiten offen. Skalierbar, was ist das denn? Okay. Beide Seiten offen. So. Eine Seite offen. Ja. Ist meiner Meinung nach ganz schick geworden mit diesem Asset. Hier hat es dann natürlich nicht ganz geklappt, weil das sich irgendwie die ganze Zeit verschoben hat, aber ich finde das ganz cool. Habe ich hier noch so einen LKW? Nein, habe ich nicht.
Schwack. Nee. Ja, dann muss ich mal kurz gucken, ob ich das hab. Ich muss doch sicher irgendeinen Truck haben. Irgendein LKW. K ist es. Oh. Also nur Cars, nur Autos. Schade. Bahnhofstich habe ich auch. Perfekt. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe keine LKWs. Oh, was ist das? Das ist ein Parkplatz. Das ist. Basketballkorb. Spielplatz. Geil. Tschüss. Nee. Also diese Assets werde ich wahrscheinlich nicht mehr umändern, deswegen werde ich hier einfach mal jetzt hier diese Autos schon hinsetzen. Autosave. Ah, man kann es auch so als Set bauen, wie geil. Ja. Wie geil. Und dann einfach mal so rein. Wie geil ist das denn? Und dann baue ich hier einfach mal so eine Bäume rein. Baum. Oh, jetzt texturiert der hier natürlich. Wie doof. Natürlich sehen die Bäume auch immer gleich aus. Oh Mann. Ja, ich will hier natürlich den Dreck wieder haben. Was ich auch machen kann hier, Asphalt 2. Asphalt 1 ist besser. Ja. Ist, glaube ich, schon ganz schick. Gefällt mir. Dieser kleine Ort. Ja, ich habe da jetzt wieder 20 Minuten für investiert. Wie dumm. Ja, dann ist es so eine Art XXL-Folge geworden. Lässt sich nicht immer vorhersehen, wie das dann wird. Aber ja, ich finde, der Fortschritt ist schon gut. Ja, jetzt ist Volkast eigentlich schon ready. Jetzt kann man da. Ja, das ist gut. Und dann habe ich hier die eine Strecke, hier die Schnellfahrstrecke. Ja, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ja, deswegen. Ja, dann kann ich nächstes Mal halt hier die Strecke bauen. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Da würde ich mir ein Abo. Also abonniert meinen Kanal, meine ich natürlich.
Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, weil es für euch halt nur ein Klick ist und mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen würde. Ja, und bis zur nächsten Folge.